Die Girolle ein paar Mal drehen und die Rosette im Mund zergehen lassen. Das ist Käsegenuss à la Tête de Moine. In Zeiten von sinkenden Milchpreisen sind die lokalen Produzenten froh um dieses Erfolgsprodukt, das eine gewisse Wertschöpfung garantiert. Es ist sehr wichtig, dass man innerhalb der Milchbranche immer wieder auch aufzeigt, dass man schlussendlich Produkte verkaufen kann, die einen relativ großen Mehrwert hat und diese auch erfolgreich exportieren kann. Ich erinnere, dass der Tetemann rund 60% seiner Produktion in den Export verkauft. In diesem ehemaligen Kloster in Bellelay fand der Tetemann vor über 800 Jahren seinen Anfang. Das Abschaben des Käses entstand bei den Klostermönchen auf ganz spezielle Weise. Sie standen in der Nacht auf und dass man nicht gesehen hat, dass sie Käse gegessen haben, haben sie nur die Oberfläche mit einem Messer geschabt und haben gemerkt, dass der Käse so viel besser schmeckt. Und man sagt, es ist ein bisschen eine Sünde, warum dass dieser Käse heute auch noch so genossen wird. Diese Sünde schafft in der Region rund 370 Arbeitsplätze. Zudem verbindet der Tête de Moine die beiden Kantone Bern und Jura. Beide Kantone haben ein Interesse daran, dass der Tête de Moine eben eine Erfolgsgeschichte bleibt. Er hat eine beachtliche Herkunft und er hat eine Zukunft. Und da sind wir sehr froh. Das ist ein Beispiel dafür, dass diese beiden Regionen gut und ohne Probleme zusammenarbeiten. Als geschützte Marke darf der Tête de Moine nur in den 8 Dorfkäsereien der Ursprungsregion produziert werden.